Und 1, 2, 3, 4, Marsch! Entschuldigt, aber ich dachte, wir machen einen netten und entspannten Campingausflug. Camping ist überhaupt nicht entspannt. Es geht darum, uns zu testen, uns bis an die Grenzen zu bringen. Sind wir Flaschis oder sind wir Bärchis? Sonnenscheinbärchi? Bärchis! Yeah! Ich dachte immer, beim Camping isst man Gegrilltes. Man muss auf alles vorbereitet sein, Brummbärchi. Also, ich bin darauf vorbereitet, etwas Leckeres zu essen. Wir müssen den Elementen widerstehen. Bärchis gegen Natur. Wir erforschen das große Unbekannte. Das große Unbekannte kam mir nie so bekannt vor. Ich dachte, das wäre eine kleine Übernachtung, um Wunderherz zu helfen, ihren Glücksbärchi-Camping-Stempel zu bekommen. So ist es. Als ich klein war, war ich auch ein Glückscamper. Und ich werde nie meinen ersten Campingausflug vergessen. Ha, wie weit bist du damals von zu Hause weggekommen? 10 Meter? Also nach meinem Sternenfreunde-Abenteuerführer spielt es keine Rolle, wie weit ein Glückscamper Camp von zu Hause weg ist. Man muss nur in einem Zelt übernachten. Dann kriegt man auch den Stempel. Ha, seht ihr? Ich war ein großartiger Glückscamper. Ich marschiere zu meiner eigenen Trommel. Und hat dir irgendein Bärchen gesagt, dass du keinen Rhythmus hast? Also, was sagst du, Wunderherz? Ist das ein guter Platz für dein Glückscamper-Camp? Bitte sag ja. Meine Pfoten tun mir weh von der ganzen Schlepperei. Dann ja. Im Sternfreunde-Abenteuerführer steht, wir müssen jetzt unser Zelt aufbauen. Also dann, Glücksbärchis. Alle zusammen. 1, 2, 3. Schleppen und schwitzen. Oh, dieser Ausflug ist echt zum Piepen. Oh. Wisst ihr, wie man ein Zelt aufbaut, Glitzerlinge? Tja, ich denke mal, das war kein Ja. Nein. Kommt, Glücksbärchis. Alles in Ordnung mit dir, Wunderherz? Wunderherz? Alles in Ordnung? Ja, jetzt schon. Ich weiß nur noch nicht genau, ob das lustig oder gruselig war. Oh, das Problem habe ich immer. Ich glaube nicht, dass wir in dem Ding schlafen. Ha, wieso nicht? Überlass das mal dem Experten. Schaffst du nicht? Wir kommen! Entschuldigung. Also, machen wir eine Pause beim Zeltaufbau und kümmern uns ums Lagerfeuer. Ich kümmere mich ums Feuerholz. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich habe genau das Richtige dabei. Das Feuerchen brennt. Und hinein mit den Marshmallows. Hey! Kein Zelt, kein Lagerfeuer. Nichts zu essen. Und kein Bärchi weiß, wie man es richtig macht. Ich glaube, ich krieg nie meinen Campingstempel. Wir versuchen es nochmal. Wir müssen uns nur alle richtig Mühe geben. Was nützt Mühe, wenn man es nicht kann? Wenn man zelten will, dann muss man wissen, wie es geht. Vielleicht arbeitest du an einem anderen Stempel, Wunderherz. Gibt es ein Törtchenstempel? Oh! Glücksbärchis! Anke Schmusebärchi! Seht doch! Hey, hey! Willkommen im Wolkenland! Zelt nicht aufgebaut, Lagerfeuer brennt nicht, enttäuschte Gesichter? Sieht aus, als würde euer Campingausflug gerade richtig schief laufen. Noch schiefer als schief. Kannst du uns vielleicht helfen? Na klar kann ich euch helfen. Schlag ein, kleines Bärchen.
Ihr müsst alle zusammen gleichmäßig an den Zeltstangen drücken. Bereit? 1, 2, 3 und los! Gut, und jetzt reinstecken. Ist nach meinem Geschmack. Tja, Wunderherz, den Campingstempel hast du jetzt sicher. Jetzt bin ich Wunderherz Campingbärchi. Das habe ich Hannah zu verdanken. Und meinen Freunden. Eigentlich bin ich auch ein ganz guter Camper, weißt du? Natürlich bist du das, Scheinchen. Ja, du warst toll, Sonnenschein. Mit der Natur vereinigt, das ist wunderbar. Hallo, Eichhörnchen. Ich bin gleich wieder zurück. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie es geht. Du bist die beste Camperin aller Zeiten. Eigentlich bin ich die Allerschlimmste. Ist nicht dein Ernst. Ach, komm schon. Ist gar nicht wahr. Das kann nicht sein. Die Schlimmste? Seht ihr? Nö, du sagst es. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, ich bin etwas verwirrt. Das ist mein Campingstempel. Oder besser mein fehlender Campingstempel. Wie bitte? Naja, ich kann einen Campingstempel nur bekommen, wenn ich mein Zelt richtig aufgebaut habe und darin übernachtet habe. So wie ich? Ja, genau. Dann verdienen wir uns unsere Stempel gemeinsam. Tja, das wird leider nicht passieren. Aber das auch wird wenn Spaß, Spaß machen. Aber du verpasst eine ganz wunderbare Erfahrung. Naja, ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Aber was ist mit deinem Stempel? Wunderherz, heute ist eine perfekte Zeltnacht. Du wirst deinen Stempel ohne Probleme bekommen. Wow! Was ist das? Das ist nur ein Feuerwerkssturm. Sieht schlimmer aus, als er ist. Hey! Dann ist nicht mehr, als du vertragen kannst. Wir müssen jetzt gegen einen Feuerwerkssturm angehen. Alle Glücksbärchis, mir nach! Oh ja! Und was machen wir jetzt? Die besten Marshmallows der Welt. Brummel, nein, im Ernst. Wow, wenn Hurra sagt im Ernst, dann sollte man lieber ernst bleiben. So, jetzt pass auf. Ich sehe schon. Ha, geht es allen gut? Ich glaube, das war ein Ja. Ja, der Feuerwerkssturm ist weg. Aber auch das Licht. Also dann, ich schlafe lieber zu Hause. Hier läuft ja jetzt alles. Ihr könnt mich doch wieder nach Hause schicken, oder?
Na klar, aber dazu brauchen wir Strom. Und? Naja, leider funktioniert der Generator vom Leuchtturm nicht mehr. Und das heißt, wir haben nicht die Koordinaten, zu denen wir dich zurückschicken müssen. Du könntest irgendwo landen. Irgendwo ist okay. Ich muss nicht unbedingt zu Hause landen. Nur irgendwo, wo es nicht Nacht ist. Wie in London. Ist es in London gerade Tag oder Tokio? Ich liebe japanisches Essen. Naja, ich kann dich nirgendwo hinschicken, auch nicht nach Hause, ehe der Generator nicht wieder funktioniert. Dann reparieren wir ihn. Das geht nicht. Der Generator ist im Leuchtturm. Und es ist zu gefährlich, den ganzen Weg im Dunkeln zu gehen. Wir warten bis morgen. Ich habe mich entschieden. Wir schlafen in Sonnenscheins Hütte. Das ist ein guter Kompromiss. Ein schönes Dach und keine Wände. Das ist so ähnlich wie Zelten. Aber wir haben doch dieses tolle Zelt. Und das super gemütliche Lagerfeuer. Und Tee. Wir können alle zusammen Tee trinken. Ich dachte, du wolltest die Natur erforschen. Ja, habe ich auch. Aber dann habe ich gemerkt, dass man in der Natur sehr gut Tee machen kann. Oh, wie überraschend. Finde ich auch. Sehr schön, also trinken wir Tee. Nur damit das klar ist. Ich will nicht draußen schlafen. Verstanden? Ach. Da ist aber jemand ganz schön schlecht gelaunt. Tut mir leid, aber es gibt einen guten Grund, warum ich meinen Campingstempel nicht bekomme. Ich habe Angst. Wovor? Liegt es am Feuerwerkssturm? Also der ist längst weg. Und in meinem Sternenfreunde-Abenteuerführer steht, wenn das Feuerwerk vorbei ist, sind wir absolut sicher. Nein. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Ich habe Angst, dass dieses Chai-Ding mir über mein Gesicht läuft, während ich schlafe. Oder ein Waschbär kriecht in meinen Schlafsack. Und ich habe auch große Angst, wenn meine Eltern nicht da sind. Was soll ich machen, wenn ich mitten in der Nacht aufwache? Allein. In der Dunkelheit. Und der Kälte. Mit wilden Vögeln, die in mein Haar nisten. Oh, ich möchte nicht, dass du Angst hast, Hannah. Dann schlafen wir eben in Sonnenscheins Hütte. Ich krieg schon irgendwann mal meinen Campingstempel. Zelten ohne Hannah? Na dann, viel Glück. Brummel hat recht. Hannah weiß viel mehr über Camping als wir alle zusammen. Vielleicht finden wir ja irgendeine Lösung. Ja. Kommt mal her, Glücksbärchis. Ich glaube, ich habe die Lösung. Hannah, wir wollen dir helfen, keine Angst mehr zu haben. Ihr könnt's ja versuchen. Aber ich habe mir schon oft gesagt, sei mutig, Hannah. Bestimmt schon 1000 Mal. Es hat nicht funktioniert. Na, also versuchen wir mal etwas anderes. Sonnenschein? Toll! Könnt ihr das immer machen, wann ihr wollt? Ja, und immer, wann du willst. Ein schönes, warmes Licht, immer, wenn du es brauchst. Naja, jetzt fühle ich mich schon ein kleines bisschen besser. Teile gern. Angst Nummer 2. Gruselige Tiere. Kommt her, Freunde. Hannah, darf ich vorstellen? Chai, Räubusch und Schnucki. Hallo. Siehst du? Kein Grund zur Furcht. Sie sind nett und liebevoll. Und eins wollen sie auf gar keinen Fall, nämlich deinen Schlaf stören. Wirklich? Brummel, du bist dran. Na dann, Angst Nummer 3. Sich fürchten ohne die Eltern. Bringst du meine Eltern hierher? Mm-mm, aber dafür das Zweitbeste. Uns! Wir sind alle hier, um dir zu helfen, wenn du dich fürchtest. Ich helfe dir mit einer Glücksbärchen-Umarmung, wenn du sie brauchst. Und? Machst du mit? Übernachtest du hier mit uns? Naja, das macht bestimmt Spaß. Ja. Oh ja, volle Action im Sonnenschein. Hurra! Oh nein! Aufgepasst! Hallo? Wer ist da? Teile gern, ich brauche deine Hilfe! Noch ein Tässchen Tee. Tee! Ich verstehe. Bist du das, Chai? Räubusch? Schnucki? Sonnenschein? Ich hab da was gehört. Kannst du den Stern leuchten lassen? Was rufst du mich? Das berühmte Sonnenscheinbärchen? Ach, schade. Wunderherz.
Ich könnte jetzt deine Glücksbärchen-Umarmung brauchen. Welche Umarmung? Ist jemand von euch wach? Wer ist da? Nein, so geht das nicht. Ich muss das irgendwie anders machen. Das ist eine super Idee. Ohne mich gehst du nirgendwo hin, Kindchen. Soll ich die Wurzeln schlagen, Brummel? Ich hab's gleich. Es entfernt sich. Ich sehe mal nach, was es ist. Was ist das? Ich will nur ein bisschen Spaß haben. Ich finde das gar nicht lustig. Ich möchte schlafen und nicht einem furchteinflößenden Ding nachjagen. Was bist du eigentlich? Du siehst nicht aus, als hättest du Angst vor mir. Hey, warum hast du keine Angst vor mir? Und wie um Wolkenlands Willen hast du mich gefangen? Naja, ich bin deiner Spur gefolgt. Meiner Spur? Was für ein Kind bist du eigentlich? Sie ist eine Camperin. Ja, ich glaube, das bin ich. Bis irgendwann mal. Seht ihr? Genau das habe ich gemeint. Beim Campen testet man sich selbst, treibt sich bis an die Grenzen und übersteht die Elemente. Und man erforscht das große Unbekannte. Das hast du alles gemacht. Ja, ich glaube, das habe ich. Hey. Und du machst tolle Marshmallows. Komm, Camperin Hannah, gehen wir zurück ins Zelt. Wir haben was zu feiern. Ja! Oh, ja! 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 Mit Marshmallows. Möchte hier noch jemand Pfannkuchen? Oh, nein, danke. Also, ich bin voll. Ich krieg keinen Bissen mehr rein. Ich auch nicht. Na schön, vielleicht noch einen. Ich glaube, vom Zelten kriegt man Hunger wie ein Bär. Der Generator läuft wieder. Du kannst nach Hause, wann immer du willst. Oh. Hey, hab ich etwa die Pfannkuchen verpasst? Nein, ich habe einen extra Teller mit Pfannkuchen für dich aufgehoben. Wie köstlich. Hannah, du bist wunderbar. Tja, Wunderherzbärchen, du bist nicht das einzige Bärchen, das Riesenappetit vom Campen bekommt. Oho, Brummbärchis Hunger hat nichts mit Camping zu tun. Oh ja, das ist wahr. Das ist wahr. Köstlich, ich könnte mich reinigen. Gut gemacht, Glücksbärchis. Jetzt bleibt nur noch eine letzte Sache. Ich frage mich, was das wohl ist. Für außergewöhnliche Fähigkeiten und für großen Mut bei unserem Campen bekommt Wunderherzbärchen hiermit die höchste Auszeichnung, die ein Glückscamper bekommen kann. Wunderherz, hiermit bekommst du deinen Glückscamper-Campingstempel. Dankeschön. Ich gratuliere dir. Ja! Hurra, Wunderherz! Super so! Fabelhaft! Nicht schlecht, kleines Bärchi. Ich danke euch vielmals, Glücksbärchis. Und dir auch, Hannah. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Deswegen haben wir für dich auch etwas ganz Besonderes. Hier. Als Zeichnung. Als Ausgezeichnung. Als Auszeichnung? Ja, genau. Als Auszeichnung für deine Glückscamper-Fähigkeiten bekommst du hier mit deinen eigenen Wolkenland-Campingstempel. Wow, ich weiß, dass ich zu Hause einen offiziellen Campingstempel bekomme. Aber ich sag euch was.
Das ist der beste Stempel, den ich je erhalten habe. Ich danke euch vielmals, Glücksbärchis. Glücksbärchi Camping-Umarmung! Ich habe ihn doch gestern nie abgestellt. Ist ja merkwürdig. Hä? Hast du wirklich überall gesucht? Hallo, was macht ihr denn da? Unsere Lieblingssachen sind plötzlich weg. Ich kann meine Herzchenhalskette nicht finden. Die, von der du Schraubenkopf die Hälfte geschenkt hast? Ja. Ohne sie fühle ich mich, als würde ein Teil von mir fehlen. So wie Schraubenkopf sich gefühlt haben muss. Oh je. Ich werde euch beim Suchen helfen. Das ist ja nicht alles, wonach wir suchen. Brummbärchis Werkzeugkiste ist auch verschwunden. Dieser verbergten Kiste müssen über Nacht Beine gewachsen sein, mit denen sie weggelaufen ist. Sogar Schlummerbärchis Schlafmütze ist verschwunden. Jetzt kann er nicht mehr schlafen. Rabärchi, hast du vielleicht meine Mütze gesehen? Ich habe sie schon überall gesucht. Ohne sie kann ich nicht einschlafen. Oder hast du schon mal ein Schlummerbärchi ohne Mütze gesehen? Das ist wirklich sehr komisch, stimmt's? Aber ich brauche meine Mütze zum Schlafen. So ruhelos habe ich Schlummerbärchi wirklich noch nie gesehen. Ich hoffe, dass er seine Schlafmütze bald wiederfindet. Hat jemand von euch meine Neiswagen gesehen, Neustaki? Ich kann ihn nicht finden. Was denn, du auch, Amigo-Bärchi? Unsere Sachen können doch nicht einfach so verschwinden. Sie müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Das ist der GNT-Alarm. Der Glücksbärchi-Nottransporter. Jemand braucht unsere Hilfe. Das Glücksbarometer ist sehr gefallen. Da braucht jemand dringend Hilfe. Ja, aber die Signale kommen nicht von hier. Sie müssen von der Erde sein. Louis, wartet auf mich! Nein, Emma, du kannst nicht mit uns mitkommen. Ich will auch bei der Schatzsuche mitspielen. Oh, nein, du vermasselst uns bloß alles wieder. Das stimmt doch gar nicht. Und außerdem schummelst du dauernd. Ich schummel nicht. Ich bin einfach nur viel besser als du, Jonah. Ja, besser im Schummeln. Emma, wenn ich zurückkomme, spielen wir etwas anderes zusammen. Einverstanden? Jetzt geh zurück und spiel so lange mit deinen Puppen. Sie denken, dass ich schummel. Das ist doch ungerecht, nur weil ich viel besser bin als Sie. Ich kann einfach nicht so sein, wie ich bin. Sie kann einem wirklich leid tun. Wir müssen ihr dringend helfen. Wir sind ihre Retter. Ja, genau. Zusammen schaffen wir es. Moment, Moment, wartet mal. Es können doch nicht alle davon sausen. Wir müssen doch unsere Sachen wiederfinden. Brummbärchi hat recht. Es können nicht alle mitgehen. Es reicht, wenn zwei von uns auf die Erde gehen. Das ist eine gute Idee. Ich weiß zwar nicht, was an diesem Teil so besonders sein soll, aber wie auch immer, Werkzeug kann man eigentlich nie genug haben. Weißt du, wovon ich auch wirklich nie genug bekommen kann, Herr Schrott? Von Eis. Ja, ja, schon gut. Kein Grund, ungeduldig zu werden. Ich mache ja gleich weiter. Ich wollte nur eine kleine Eispause einlegen. An den Sachen, die ich gestohlen habe, muss irgendwas Besonderes sein. Etwas, das mir zeigt, warum diese Plüschpuschel so sind, wie sie sind. Mit meinem neuen Lieblingssachentransporter kann ich jeden Gegenstand, den ich möchte, aus Wolkenland zu mir nach oben holen. Aber bis jetzt war nichts dabei, was mir noch mehr über diese Plüschpuschel verraten hätte. Ein Tor? Was soll ich mit so einem Tor anfangen? Ich muss ihre Schwächen herausfinden. Denn nur wenn ich sie genau kenne, kann ich Wolkenland übernehmen. Aber wenn ich das nicht in diesem Plüschpuschelmüll finde, dann... Was hast du gesagt? Und weiter? Das ist interessant. Ja, das wird es sein. Du hast recht. Es sind nicht ihre Lieblingssachen, die wir überprüfen müssen, sondern die Plüschpuschel selbst. Das ist der perfekte Plan. Oh, tut mir leid. Also alle einverstanden. Hurra-Bärchi und Amigo-Bärchi werden Emma helfen. Und der Rest von uns wird hier unten bleiben. Langsam fängt es mir zu gefallen. Que gusto. Gemeinsam wird es bestimmt viel Freude machen, Emma zu helfen. Also dann, der GNT ist startbereit. Rein mit euch. Viel Bis Glück. Bald. Oh-oh. Was hast du denn, Brummbärchi? Ach, ich habe mein Tor offen gelassen. Was ist das?
Es ist nicht hier. Es ist weg. Ich habe das Tor zu weit aufgelassen. Jetzt ist sogar mein Tor verschwunden. Aber wie ist das nur möglich? Oh, ist das schön hier. Ja, und so schön sonnig. Fast so warm wie bei uns. Ich sehe immer nicht. Na gut, aber jetzt bin ich wieder dran. Aber ich höre sie. Wir werden so spielen, wie ich das möchte, in Ordnung? Seid ihr bereit? Du kannst jetzt nicht mitspielen, Louis. Ich spiele mit meinen Puppen. Wer ist Louis? Oh. Ihr seid die Glücksbärchis. Ja, richtig, so nennt man uns. Das ist ja toll. Wie heißt ihr beiden denn? Ich heiße Amigo Berchi und das hier ist Hurra Berchi. Ich muss meinen Brüdern erzählen, dass ich echte Glücksbärchis getroffen habe. Sie werden sicher neidisch sein. Eigentlich sind wir hier, um dir zu helfen. Das ist eine hübsche, Puppe? Das hier vorne soll mein Bruder Louis sein. Und das da sind meine anderen Brüder Jona und David. Sie sind älter als ich und wissen alles besser. Und das bin ich. Das kann man an den Haaren erkennen. Und meine sind länger. Oh ja, sehr schön. Heute wollten sie mich nicht mitspielen lassen. Aber ich spiele auch alleine. Und zwar Schatzsuche. Dich brauche ich dazu nicht, Louis. Und euch beide auch nicht, David und Jona. Und wehe, ihr sagt nochmal, ich darf nicht mitspielen. Ich kann besser als ihr alle zusammenspielen. Ich weiß, warum sie mich nicht mitspielen lassen. Weil ich immer besser bin als sie. Das muss dich ziemlich traurig machen. Ja, ich bin nicht wütend, ich bin eher traurig. Weil ich die beste Schatzsucherin aller Zeiten bin. Aber ich darf nicht mitspielen. Was hältst du davon, wenn wir Emma mit nach Wolkenland nehmen? Ja, vielleicht kann sie uns helfen, unsere verschwundenen Sachen wiederzufinden. Das ist eine tolle Idee. Wolkenland? Ihr nehmt mich mit nach Wolkenland? Juhu! Wir sind soweit, Brummbärchi. Es ist vollbracht. Mein neues Glissiometer. Es ist beinahe schon zu perfekt. Zuerst fange ich mir einen dieser Plüschpuschel, sperre ihn in diese Kammer. Und dann werden mir diese Monitore ganz genau anzeigen, was in diesem kleinen Plüschpuschel steckt und offenbaren, was ihn so besonders macht. Und dann werde ich endlich einen Weg finden, diese Besondernis zu zerstören. Ja, das Wort Besondernis gibt es. Ich habe es gerade erfunden. Und wenn ich sie dann alle gefangen habe... Na ja, den Rest kennst du ja. Keine Plüschpuschel mehr, ich werde der Herrscher über Wolkenland sein, derselbe Plan wie immer, bla 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 und so weiter und so weiter. Nun, jetzt kommt es nur noch darauf an, welchen Plüschpuschel wir als ersten aussuchen. Und hier ist das Wolkenviertel. Das ist einer meiner Lieblingsorte im Wolkenland. Wolkenland ist wirklich fantastisch. Wie viele Glücksbärchis leben hier? Esst ihr nur besonderes Glücksbärchifutter? Was ist das für ein Gebäude? Ist das eine Bibliothek? Ich wünschte, ich könnte hier auch leben. Ich wette, niemand sagt dir, was du zu tun hast. Das muss toll sein. Ich will auch ein Glücksbärchi sein. Hallo, Emma, warte doch. Immer schön langsam. Das Mädchen scheint gerne und viel zu erzählen. Es tut mir wirklich leid. Es ist einfach alles so wundervoll hier bei euch. Ist schon gut. Stell nur nicht alle Fragen auf einmal. Ja, heb dir lieber welche für später auf. Wenn meine Brüder mich jetzt sehen könnten, wären sie bestimmt neidisch. Du hast gesagt, du bist eine gute Schatzsucherin, richtig? Natürlich, ich bin die Beste. Sehr gut, wir brauchen jemanden, der für uns ein paar Sachen wiederfindet. Naja, zum Beispiel meinen Eiswagen. Ja, meine Werkzeugkiste und mein Werkstatttor. Es ist ein Rätsel, wie das verschwinden konnte. Hallo, ich bin Teilegern-Bärchi. Ich bin Sonnenschein-Bärchi und du musst Emma sein. Ich hoffe, du findest meine Halskette. Sie bedeutet mir nämlich sehr viel. Ich werde mein Bestes tun. Bist du bereit? Ja, lasst uns anfangen. Ich suche hier und dort. Manche Dinge sind halt fort. Wo ist dein Lieblingsbuch, dein Schmusetuch? Ich weiß nicht, an welchem Ort. Wo hat sich
Schlummer Bärchis Schlafmütze nur versteckt. Wo hat er sie verloren? Vielleicht unter der Tür, unter dem Bett. Öffne meine Augen weit und nimm mir Zeit. Ich such unten, such oben, such überall und lasse meinen Kopf nicht hängen. Ist es nicht hier, nun dann ist es woanders. Ich verzweifle nicht, ich werde es finden. Ich konnte leider überhaupt nichts finden. Aber Emma, das ist doch nicht so schlimm. Von uns hat auch niemand die verschwundenen Sachen gefunden. Ich konnte euch überhaupt nicht helfen. Ich brauche nur einen Plüschpuschel. Aber welchen? Wolkenland hat eine große Auswahl. Der da wäre doch gut. Nein, wie wär's mit dem? Nein, ich denke, ich nehme... Herr Schrott, hör endlich auf, mich andauernd zu hetzen. Das braucht alles seine Zeit. Oh! Du denkst, dass es mit jedem von ihnen funktioniert? Na schön, ich bin ja nicht wählerisch. Wir können doch im Regenbogenpark suchen, Emma. Das ist doch sinnlos. Was war das denn? Emma! Emma! Wo ist sie denn hin? Sieh nur da oben. Grisel! Komm schon, wir müssen schnell den anderen sagen und Emma retten! Aha, ich hab eins. Hey! Gleich werden wir sehen, was euch Glücksbärchis so besonders macht. Ich bin kein Glücksbärchi. Ja, natürlich bist du keine... Oh, du bist kein Glücksbärchi? Ganz sicher? Vielleicht eine enge Verwandte? Nein, ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen? Wie kann das sein? Das Plüschiometer funktioniert nicht ohne Glücksbärchis. Was? Meine Schuld? Du hast doch gesagt, dass es mit jedem Glücksbärchi funktioniert. Jetzt zieh dir das bitte an. Diesmal werde ich es auf meine Weise erledigen. Ich werde mir genau den Plüschpuschel aussuchen, den ich will. Nein, ich weiß nicht, was ich mit dem Mädchen anfangen soll. Auf keinen Fall werde ich auf sie aufpassen. Herr Schrott, ich habe jetzt wirklich genug von dir gehört. Möchtest du etwa, dass ich dich wieder in deinen Käfig sperre? Jetzt, schnell! Was? Ah! Wir haben Besuch. Gastfreundlich wie ich bin, werde ich es euch gemütlich machen. Wisst ihr, dass ihr mir eine Menge Arbeit erspart habt? Jetzt habe ich nämlich genug Glücksbärchis zum Aussuchen. Das ist alles meine Schuld. Ihr habt mich nach Wolkenland geholt, damit ich eure verschwundenen Sachen finde. Aber selbst das habe ich nicht geschafft. Und jetzt noch das hier. Emma, es liegt nicht an dir, sondern an Grisel. Er hat immer nur Böses im Sinn. Ich denke, ich fange mit Amigo-Bärchi an. Lass mich runter! Amigo-Bärchi! Mal sehen, was alles in dir steckt. Ich mag diesen großen, gemeinen Grisel nicht. Da bist du nicht die Einzige. Beruhige dich. Ich studiere nur dein Bauchzeichen. Emma!
Quäl dich nicht, so kommst du besser ran. Lass mich los, du bist so gemein. Für ein Mädchen ganz schön mutig. Du lässt mir leider keine andere Wahl. Ich werde dich einsperren müssen. Hey, lass mich hier raus! Solltest du wieder auf die Idee kommen, dich davon zu machen, brauchst du die Schlüssel nicht zu suchen. Die habe ich versteckt. Also gut, was haben wir denn hier Schönes? Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann da nichts Besonderes entdecken. Vielleicht beim nächsten Versuch. Ist dir auch nichts passiert? Nein, es ist alles in Ordnung. Lass mich los, du dummer, verbärter Grisselroboter! Grissel hat doch gesagt, dass dieser Käfig Glücksbärchen sicher ist, nicht wahr? Ja. Aber ich wette, dieser Vogelkäfig da drüben ist es nicht. Das sind ja alles nur brummlige Zeichen. Ja, schließlich bin ich ja auch Brummbärchi. Also, wo würde er die Schlüssel verstecken? Irgendwas müsst ihr Plüschpuschel doch haben, das euch so besonders macht. Ich werde das schon rausbekommen. Und wenn ich alles und jeden in Wolkenland untersuchen muss... Was ist los, du? Oh, das Mädchen! Oh, sie sind alle weg! Wenn ich diese Kleine finde, dann... Hallo, Grisel! Jetzt werde ich dich mal untersuchen. Lass mich sofort hier raus! Herr Schrott, so tu doch etwas! Sehr gut, Emma. Jetzt kann er nachdenken. Ihr seid zwar noch mal davongekommen, aber dafür habe ich immer noch eure Lieblingssachen. Und die werdet ihr niemals finden. Also dann hat Grissel euch eure Lieblingssachen gestohlen. Ja, deshalb konnten wir sie auch nicht finden. Also habe ich euch gar nicht enttäuscht. Aber nicht doch, Emma. Also gut, dann werden wir jetzt eure Sachen suchen. Macht euch keine Mühe, ich habe sie gut versteckt. Ihr werdet sie niemals finden. Was ist denn? Die sehen aus wie Grissels Fußabdrücke. Aber wieso führen sie direkt auf die Wand? Hier muss etwas sein. Nein, nein, du bist auf der falschen Fährte. Hinter diesen Rohren ist nichts. Seht doch! Da sind unsere Sachen. Meine Halskette. Mein Eiswagen ist auch wieder da. Siehst du, du hast es geschafft. Ich habe es gewusst. Ja, darüber bin ich auch sehr froh. Hey, wartet! Verratet mir noch eins! Sagt mir, was es ist. Was ist das Geheimnis, das ihr alle gemeinsam habt, das euch Glücksbärchen so besonders macht? Ganz einfach. Sie sind alle verschieden. Sie haben alle ihre eigene Art, sich zu kümmern und anderen zu helfen. Das ist es, was sie besonders macht. Könnt ihr nicht wenigstens den Eiswagen hier lassen? Denkst du jetzt immer noch, dass es keinen Spaß macht, du selbst zu sein? Nein, ich bin gerne so, wie ich bin. Jetzt weiß ich endlich, wie ich mit meinen Brüdern umgehen muss. Das freut mich sehr, ja. Ich danke euch beiden. Schwesterherz, willst du jetzt mit uns spielen? Nein, danke, Louis. Ich bin irgendwie müde. Ich habe gerade die beste Schatzsuche hinter mir, die ich je erlebt habe.